So, jetzt machen wir die Aufgabe, tanze mit anderen um die Disco-Kugel in einem eisigen Flugzeughangar. Hä? Um die Disco-Kugel in einem eisigen Flugzeughangar anzuheben. Schwere Sprache, deutsche Sprache. So, das Ganze probieren wir natürlich in Gruppenkeile. Ich denke mal, da wird safe einer hingehen. Wir müssen aber Glück haben, dass die Zone einigermaßen mitmacht. Und dass er halt relativ auf unserer Seite ist. Das wird ich aber jetzt zeigen. So, ihr wisst ja, Ladebildschirm, da ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann jetzt. Weil uns fehlt jetzt noch ein Abonnent zu den 110 und damit die 11. Zahl, die unten dann bekannt gegeben wird. Wenn du wissen willst, wie das Gewinnspiel insgesamt komplett abläuft, einfach unten in die Videobeschreibung gucken, da ist ein Link drin, wo ich mich einfach vorstelle und alles genau erkläre. So, Zone. Perfekt. Genau so habe ich mir das gedacht. Jetzt bräuchte ich nur einen von den 20 Leuten, 19 anderen Leuten, die auch die Aufgabe jetzt machen wollen. Und dann bin ich ein glücklicher Mensch. Und das um 10:30 abends. Nein, springt nicht alle. Obwohl, wenn zu viele, dann ist auch doof. Ja, es sieht gut aus. Aber die Stoppschilder sind auch da unten. Ja, man kann von dem Skin den Hintern sehen. Ach, wunderbar. Man kann sogar, kann man durchgucken? Nee, durchgucken kann man nicht. Ich hoffe nur, dass jetzt einer mitkommt. Aber es sieht schlecht aus. Ja, die Mann Stoppschilder. Ja, das war's komplett. Vor lauter geguckt, ob einer mitkommt. Ich weiß nicht, ob er noch kommt. Vielleicht haben wir Glück. Na. Na. Nein, er will nicht. Hallo. Jetzt will hier keiner hinkommen. Ja, das ist belastend. Das war dann schon einmal Pech. Ich schätze mal, die meisten sind halt noch nicht so weit. Aber ich hatte die Hoffnung. Kommt er noch hier hin oder nicht? Der da bei Frosty Lights ist. Komm. Komm. Komm runter. Komm hier hin. Am liebsten wird schon anschreien, gell? Nein, nicht wegrennen. Gott, probieren wir es noch einmal. Am besten ist es natürlich, wenn ich es mit einem macht. Am besten Kumpel oder so. Aber da gerade hier kein Mensch ist, mit dem ich das machen kann, probieren wir es jetzt einfach nochmal. Da draußen gibt es ja auch genug, die das nicht unbedingt mit einem Freund machen können, wollen, wie auch immer. Vielleicht weil sie keine Freunde haben. Wer weiß. Was haben wir eigentlich noch für Aufgaben? Toll. So, da probieren wir das Ganze nochmal. Ich hoffe, dass jetzt einer die Aufgabe machen will. Ansonsten muss ich die Aufgabe morgen hochladen mit meinem Sohn. Muss ich gerade mit ihm dahin springen. Da, da, da. Ah, der Tanz hat was.
So, zweiter Versuch. Eigentlich ist die Zone perfekt jetzt. Vielleicht hätte ich auch Gruppen aktivieren sollen und dann einen Pfeil hinsetzen. Was mit den zwei? Bitte kommt hier hin. Bitte. Auf jeden Fall schon mal eine. Nein. Kommt hier hin. Ich glaube, die zwei haben eine andere Mission. Ja, der will sterben, der auch. Mann, oh Mann, ey. Ich könnte mich auf der PlayStation einloggen. Ah, Mann, Mann, Mann. So, einen Versuch gebe ich ihm jetzt noch. Aber im Prinzip, ihr seht ja, wo ihr hin müsst. Ich probiere es jetzt noch einmal. Und ansonsten muss ich halt gucken, wie ich die Aufgabe mache. Ansonsten mache ich es halt wirklich morgen. Aber euch zeige ich schon mal, was ihr machen müsst. Ihr müsst halt dahin. Jeder auf eine Plattform. Und dann einfach tanzen, warten, bis die Disco-Kugel hochgeht. Und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. So, dann sah ich auch schon direkt die nächste Zahl, nämlich Code 4. Also die nach der 2 und der 7 kommt dann die 4. So, probieren wir es jetzt ein drittes Mal. Ich wette, jetzt kommen wir mit der Zone eh ganz rechts. Ne, es würde immer noch gehen. Also nach drei Versuchen, dann höre ich auf. Den. Ja, so viele Freunde habe ich. Keinen. Da. Vor allem das Markieren und alles bringt ja auch nichts. Vor allem der Gegner wird safe auch dahin gehen. Eine Sache, ihr könnt es ja noch in der Gruppe probieren, wenn ihr mit Auffüllen macht. Und dann den Punkt markieren. Vielleicht kommt dann einer mit. Als Sache, ich bin seit 4:30 jetzt dran mit Hochladen allerdings. Es werden wahrscheinlich noch nicht so viele auf Prestige sein. Ja, der eine fliegt ganz gut. Ich glaube, der fliegt vorbei, oder? Ja, ich hab Glück. Ah, oh, wunderbar. Bester Mann, EU West. Ich wollte gerade sagen, war da Gegner? Nein, die wollte ich die haben. Also haben wir die Aufgabe auch geschafft. Die nächsten Codezahl habe ich euch auch schon verraten. Also im Prinzip alles easy. Daran merkt man mal, wie stark die ist. Ah, so, jetzt könnte ich eigentlich schon mal probieren, den Kill mit der Sniper zu machen. Aber vielleicht. Ah, warte mal, die Dinger hole ich mir trotzdem vom Himmel. Vielleicht kriegen wir den Explosionsschaden hin. Schaden bekommen.
geht doch nur durch den Gegner. Oder bin ich jetzt geistig verwirrt? Toll, fällt eine Pump runter, ey. Ich brauche doch die Pistole, behalte ich trotzdem. Aber hier rennt doch nur er rum, oder? Mensch, meine ich, könnte mal sehen, was da hinten ist. Ah, ein Trend. Doch, ich behaupte, hier ist ein Gegner. Weil der kann mir ja auch keinen Schaden zufügen. Nee. So, da habe ich schon mal meinen Kill mit der Pistole. Jetzt wüsste, was das war. Bruder, muss los. Ich wollte eh gerade in die Zone. Ich muss hier noch einen Sniper-Kill machen. Ich glaube, der hat hier schon alles gelootet. Ja. Safe. So, jetzt kann ich auch die mitnehmen. Das Problem ist, ich, siehst du, ich wollte auch die mit dem Roboter. Ach, da steht eh einer rum. Mit dem Roboter ausprobieren mit dem Explosions. Bla bla bla. Ob das geht oder nicht. Ruckeln. Mann. Das war schon mal nicht.
der dich spucke. Soll ich denn so spielen? Ich werde wahnsinnig, echt. Hätte jetzt wenigstens einen Kill gemacht, hätte er wüsste wenigstens, ob es funktioniert oder nicht. Ah, die Roboter sind auf der ganz anderen Seite. Noch ein Battle. Jo, hast du schön gemacht. Ich versuche mir trotzdem einen Roboter zu holen. Ja, der andere ist schon in Bewegung. Mann, dieses Gelege, ey, das ist so ekelhaft. So, nächster Versuch. Kann ja zu schwer sein, ey. Einen Schaden. Och man. Frass drauf, so wie in Aufgaben heute. Nicht hier so ab. Man merkt, es ist spät langsam. Die einzige Ausrede, die ich jetzt noch habe. Der Roboter. Aber gut, bis ich da bin, ist ich schon alles oben. Natürlich, nichts hat getroffen, ist klar. Kann ich verarschen? Was war das denn? Als ob da keine einzige Rakete getroffen hätte. Also, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber ich hoffe, ich konnte euch helfen mit der Aufgabe mit der Disco-Kugel. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe.